Hallo, schön, dass du uns zuhörst. Sehnst du dich auch nach echten Perspektiven anstelle der oft belastenden Nachrichten? Dann haben wir ein tolles Angebot für dich. Unseren unabhängigen, konstruktiven Journalismus inklusive unserer guten Nachrichten der Woche kannst du jetzt im ersten Jahr für weniger als 1 Euro pro Woche abonnieren. Schau mal auf unserer Seite perspective-daily.de vorbei. Alle Infos findest du in den Shownotes. Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht es los. So bekommt dein Darm noch mehr Charme. In deinem Körper leben 100 Billionen Untermieter. Diese Bakterien beeinflussen, wie wohl du dich fühlst und ob du gesund bleibst. Wie sie das machen und wie du sie dabei unterstützt. Ein PD Classic für Perspective Daily. Geschrieben von Chris Vielhaus. Dieser PD Classic erschien zuerst im August 2019. Vor Neuveröffentlichung haben wir den Text und seine Quellen noch einmal gründlich überprüft. Die GesprächspartnerInnen von damals haben übrigens ein Update gegeben und kleinere inhaltliche Anpassungen vorgenommen. Um die Frage, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Zu beantworten, muss man nicht unbedingt ein Philosoph sein. Denn es gibt eine recht klare Antwort. Sie lautet: Du bist ziemlich viele. Du bist nämlich ein Holobiont. Das ist eine komplexe Lebensgemeinschaft aus Billionen von Bakterien, Viren und Pilzen, deren Wechselspiel unsere Gesundheit und Krankheiten auf vielfältige Weise beeinflusst. Besonders die Bakterien in uns haben es in sich. Welche das sind, die da unseren Verdauungstrakt bevölkern und was sie dort genau tun, wird seit einigen Jahren immer besser erforscht. Dabei kristallisiert sich heraus, ihre Zusammensetzung hat Auswirkungen auf unser Gewicht, unsere psychische Gesundheit und Autoimmunerkrankungen wie Rheuma und Diabetes. Nur, wie groß ist ihr Einfluss auf uns wirklich und umgekehrt unsere Einflussmöglichkeiten auf sie? Unsere Bakterien und wir. Man kann sagen, wir sind mehr Bakterien als Mensch. Um genau zu sein, schätzungsweise 100 Billionen von ihnen. Einige von ihnen leben auf deiner Haut und bieten eine Art lebendige Schutzschicht gegen Parasiten und Keime aus der Umwelt. Manch Plagegeist ziehen sie jedoch auch an. Es ist nämlich keine Einbildung, dass manche Menschen häufiger und andere seltener von Mücken gestochen werden. Vielmehr hängt das mit der unterschiedlich hohen Konzentration von Geruchsstoffen ab, die beim Stoffwechsel der Bakterien auf deiner Haut entstehen und für Mücken anziehend wirken. Noch lieber als deine Körperoberfläche mögen deine Bakterien dunkle, warme und feuchte Orte, wie Achselhöhlen. Hier sind sie für Geruch verantwortlich, den nicht nur die Mücken riechen. Oder auch den Mund und die Vagina. Doch ihr eigentlicher Lieblingsort ist dein Verdauungstrakt. Warum sonst sollten hier 95% unserer 100 Billionen Mitbewohner ihren Hauptwohnsitz haben? Dank Initiativen wie dem Human Microbiome Project, in dessen Rahmen Stuhlproben von tausenden Menschen untersucht wurden, kann die Wissenschaft inzwischen ziemlich genau feststellen, welche Arten von Bakterien sich hier so tummeln. Allerdings ist die Kombination der verschiedenen Bakterienstämme so individuell unterschiedlich, wie wir Menschen es voneinander sind. Von diesen Faktoren hängt es ab. Erstens, was wir essen. Zweitens, wo wir leben. Drittens, von welchen anderen Lebewesen wir umgeben sind. Viertens, wen oder was wir berühren. Und fünftens, sogar die Art, wie wir geboren werden und ob wir gestillt wurden. Niemand von uns war bereits vor der Geburt mit allen nützlichen Bakterien ausgestattet, ohne die wir später nicht leben könnten. Wo sollten sie auch herkommen? Statt mit Billionen von ihnen starten wir quasi bei Null, bis wir das Licht der Welt erblicken. Bereits hier bekommen wir eine Bakterien-Erstausstattung aus der Vagina der Mutter mit auf den Weg und diese findet als ersten ihren Weg in unseren Darm. Diese Bifidobakterien ernähren sich von einem bestimmten Stoff in der Muttermilch, der für uns Menschen unverdaulich ist. Dieser ist einzig für die Bifidobakterien bestimmt, die dem Neugeborenen im Gegenzug für ihr Futter Energie spenden und fortan als Sparringspartner für sein Immunsystem dienen.
Kommt es nicht zu einer natürlichen Geburt, findet die Natur andere Wege, um für eine Erstausstattung zu sorgen. Eine neue Studie aus dem Jahr 2023 widerlegt teilweise das Vorurteil, dass Kindern, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, in Sachen Bakterien benachteiligt sind. So fanden niederländische Forschende heraus, dass im Durchschnitt immerhin fast 60% des gesamten Mikrobioms bei Säuglingen von der Mutter stammt, und zwar unabhängig davon, wie das Kind auf die Welt gekommen ist. Fehlt der Vaginalkontakt, können laut der Studie andere Mikrobenquellen wie Hautkontakt und Muttermilch das teilweise ausgleichen. Stillen und viel Kuscheln sei deshalb nach einem Kaiserschnitt besonders wichtig, so die AutorInnen der Studie. Von der ersten Mahlzeit an gilt also, unsere Nahrung beeinflusst die Bakterien im Darm und die wiederum beeinflussen unsere Gesundheit. Nur was geschieht dort genau und was kann schieflaufen? Wie du deine Bakterien schützen kannst. Lange Zeit dominierten zwei Nahrungsbestandteile die öffentliche Diskussion um die richtige Ernährung: Fett und Zucker. Beide spielen für die Gesundheit unserer Bakterien insofern eine Rolle, als dass manche von ihnen quasi nichts davon abbekommen. Und das ist problematisch, weil sie so unwiederbringlich verloren gehen könnten, wenn sie erst einmal verhungert sind. Der Grund? Nachdem unser Frühstück unseren Magen passiert hat, geht es als nächste Verdauungsstation in den 4 bis 5 Meter langen Dünndarm. Er ist quasi eine VIP-Area für wenige Bakterien, die einfache Zucker, Proteine und Fette als schnelle Energiezufuhr für uns aufspalten. Nur das, was hier übrig bleibt, gelangt in den ungefähr 1,5 Meter langen Dickdarm, wo sich der weit größere Anteil unserer Bakterien unter Mieter tummelt. Sie dürfen sich quasi noch an den Resten versuchen, bevor wir uns des Unverwertbaren am Ende auf dem stillen Örtchen wieder entledigen. Aus diesem natürlich stark vereinfachten Ablauf ergeben sich Tipps, die für jeden von uns und unsere Bakterien relevant sind. Erstens: Zu viel Zucker und Fett lassen deine Darmbakterien verhungern. Von einem Mittagessen aus Pizza und Softdrink bleibt für deine Dickdarmbewohner nicht mehr viel übrig. Je häufiger deine Nahrungsaufnahme in etwa so aussieht, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Bakterien hungern. Der Griff zu künstlichen Süßstoffen bekommt ihnen übrigens wahrscheinlich genauso wenig. Studien deuten darauf hin, dass diese unseren nützlichen Darmbewohnern gar nicht schmecken, zu einer geringeren Bakterienvielfalt führen und sogar im Zusammenhang mit Insulinresistenz, also Diabetes, stehen können. Zweitens: Antibiotika kennen keine guten Bakterien. Antibiotika können nicht zwischen den krankmachenden Bakterien, gegen die sie eingesetzt werden, und denen, die nützlich für uns sind, unterscheiden. Auch aus diesem Grund gilt: so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Laut Forschern des Max-Delbrück-Zentrums für molekulare Medizin, kurz MDC, in Berlin, dauert es bis zu 6 Monate, bis sich die Darmflora nach der Einnahme von Antibiotika wieder erholt. Dabei könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass besonders empfindliche Arten dauerhaft verschwunden bleiben. Drittens: Probiotische Produkte ersetzen keine ausgewogene Ernährung. Dass es einen Markt für Produkte gibt, die die Darmgesundheit fördern sollen, hat die Lebensmittelindustrie schon lange bemerkt. Seitdem verkauft sie Produkte, die laut Hersteller für Darmwohlbefinden sorgen sollen. Nur, meist entbehren solche Health Claims jeder medizinischen Grundlage und wurden inzwischen deswegen zum Teil verboten. Trotzdem werden mittlerweile 32 Milliarden Dollar jährlich mit probiotischen Produkten mit teils zweifelhaften Versprechen umgesetzt, obwohl ihr Nutzen nach wie vor stark umstritten ist und sie vermutlich sogar zu Fehlbesiedlungen von Bakterien an Orten führen können, wo sie nicht hingehören. Unsere Darmfloren sind also in ihrer Zusammensetzung so unterschiedlich wie eine Art bakterieller Fingerabdruck. Und das hat Auswirkungen auf die Art, wie wir unsere Mahlzeiten verwerten können. Je mehr wir über unser Mikrobiom lernen, umso besser können wir versuchen, den Nützlingen unter die Arme zu greifen und Schaden von ihnen abzuwenden.
Da unser Bakteriencocktail von Geburt an derart vielen unterschiedlichen Faktoren ausgesetzt ist, die seine Zusammensetzung individuell beeinflussen, kann niemand so einfach sagen, was gut für unsere Darmbewohner ist. Und genau deswegen sind Überschriften in Lifestyle-Magazinen im Stil von »Wenn du jeden Tag Lebensmittel X isst, wird Effekt Y eintreten« meist plumper Leserfang. Die Zeitschrift Elle titelte beispielsweise »Die Darmdiät – so programmierst du deinen Körper auf Abnehmen«. Oder die Lifestyle-Zeitschrift In Style behauptete, funktioniert wirklich. So programmierst du deine Darmbakterien auf schlank. Doch steckt hinter diesen Schlagzeilen nicht doch ein Funken Wahrheit? Wie du wirklich von deinen Darmbakterien profitierst. So sehr, wie die Rolle des Mikrobioms lange unterschätzt wurde, wird sie heute teils überschätzt. So findet eine Vielzahl der wissenschaftlichen Studien, von denen der Darm-mit-Charme-Hype getragen wird, zahlreiche Zusammenhänge zwischen Darm und Gesundheit. Beim Thema Darm- und Gewichtsprobleme ist die Forschung zum Beispiel weit fortgeschritten. So konnten Forscher der Life Course Epidemiology of Adiposity and Diabetes Center der Universität von Colorado anhand des Mikrobioms von Zweijährigen bestimmen, wie hoch das Risiko für sie ist, 10 Jahre später übergewichtig zu werden. Zurückgeführt wird dies auf eine mangelnde Bakterienvielfalt im Darm, die die Wahrscheinlichkeit für Gewichtsprobleme nachweislich erhöht. Das gleiche Problem führt zudem dazu, dass es häufiger zu Entzündungen im Darm inklusive weiterer Folgeprobleme kommt. Diese Erkenntnisse werden kontinuierlich durch neue Studien bestätigt und erweitert. Chinesische Forschende, die über die Zusammenhänge zwischen Mikrobiom, Übergewicht und den damit verbundenen Krankheiten forschen, fassen es so zusammen. Zitat: Obwohl das Wissen darüber, wie sich die Darmmikrobiota auf Übergewicht auswirkt, noch rudimentär ist, ist die Geschwindigkeit, mit der neue Entdeckungen gemacht werden, beeindruckend. Es gibt überwältigende Evidenz dafür, dass die Zusammensetzung der Darmmikrobiota und der Metaboliten einen Einfluss auf das Fortschreiten für Übergewicht und den damit verbundenen Krankheiten hat. Generell ist aus der beständig wachsenden Zahl von Forschungsergebnissen zu schließen, dass es im Allgemeinen für uns förderlich ist, wenn unter den Bakterien im Darm eher Multikulti statt triste Uniformität herrscht. Darüber hinaus müssen wir von Fall zu Fall genauer hinsehen, anstatt uns von unseren Wunschvorstellungen leiten zu lassen. Zitat: Das Forschungsfeld ist einfach noch nicht so weit, dass man sagen könnte, machen Sie genau das, das ist das Richtige, erklärt mir Hendrik Bartholomäus vom Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin. Zusammen mit seinem Kollegen forscht er dort zum Zusammenhang von Mikrobiom, Ballaststoffen und Bluthochdruck. Ihre Studie an Mäusen zeigt, wie sich eine bestimmte Fettsäure, die im Rahmen der Verstoffwechslung von Ballaststoffen durch unsere Bakterien im Darm entsteht, ganz woanders positiv auswirkt – auf Herz und Immunsystem. Hendrik Bartholomäus sagt: Bestimmte Darmbakterien stellen aus Ballaststoffen unter anderem sogenannte Propionsäure her. Diese wirkt sich vorteilhaft auf unser Immunsystem aus und mildert die negativen Folgen von Bluthochdruck, wie zum Beispiel Herzrhythmusstörung. Zitat Ende. Mehr noch, er sagt, in einem zweiten Mausmodell konnten wir nachweisen, dass Gefäßverkalkung, also Arteriosklerose, durch die Propionsäure zurückging. Vielversprechende Erkenntnisse also für Millionen von Menschen, die mit Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall zu kämpfen haben. 2020 wurde Bartholomäus für seine Arbeit mit der Walter-Siegenthaler-Medaille für Nachwuchsforschende ausgezeichnet. Jedoch gibt es noch einiges an Forschungsbedarf, um sicher sagen zu können, welche Handlungsempfehlungen wir daraus ableiten können. Bartholomäus sagt: Die Frage ist, können die Darmbakterien von allen Menschen die Ballaststoffe gleich gut aufbrechen? Zwar gäbe es Hinweise darauf, dass Patienten mit Bluthochdruck weniger an bestimmten Bakterien haben. Diese würden wiederum aber auch seltener Ballaststoffe über ihre Nahrung aufnehmen. Bartholomäus sagt:
Das ist die Frage nach dem Henne oder Ei. Was war zuerst da? Da sich die Darmbakterien zwischen uns Menschen mehr unterscheiden als unsere Gene, lässt sich das nur schwer mit Sicherheit feststellen. Was jedoch sicher festgestellt werden konnte, erzählt mir Hendrik Bartholomäus 4 Jahre später im Videocall. Nämlich, dass Propionsäure chronische Entzündungsprozesse im Körper positiv beeinflusst und diese abmildert. In der Zwischenzeit haben wissenschaftliche Kooperationspartner Hinweise darauf gefunden, dass der Stoff auch bei Menschen mit Autoimmunerkrankungen wie Multipler Sklerose wirkt, bei denen entzündliche Prozesse im Körper vorgehen. Er selbst forscht aktuell daran, ob die Säure auch bei Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen eingesetzt werden könnte. Diese Patientengruppe ist auf Dialyse angewiesen und hat aufgrund ihres Krankheitsbildes ebenfalls häufig mit Bluthochdruck und Gefäßverkalkung zu kämpfen. Bartholomäus sagt: Ein einfacher Weg ist es, diesen Patienten einfach gezielt Ballaststoffe zu verabreichen. Der andere ist es, nur die Propionsäure als Nahrungsergänzungsmittel zu verordnen, das dann wie ein Medikament wirken könnte. Da Propionsäure als Nahrungsmittelzusatzstoff von der EU als Konservierungsstoff zugelassen und als unbedenklich eingestuft ist, ist Bartholomäus zuversichtlich, dass die Forschung hier innerhalb des kommenden Jahres schnell vorankommt. Neben vielversprechenden Erkenntnissen wie diesen gibt es ein weiteres Feld, das immer mehr Aufmerksamkeit erregt. Es dreht sich um die sogenannte Darm-Hirn-Achse. Wie Bakterien dein Gehirn beeinflussen. Zitat: Allein unsere Bakterien im Darm bringen es auf eine Masse von 3/4 Kilogramm. Zitat Ende. Auch wenn ihre Forschungsrichtung es zunächst nicht vermuten lässt, Evelyn Medawar bringt eine Menge Begeisterung für Bakterien auf. Sie ist Doktorandin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Dort untersucht sie mit ihren KollegInnen unter anderem den Zusammenhang zwischen Essverhalten und Wohlbefinden. Sie sagt: Darm und Gehirn sind über Nervenbahnen direkt miteinander verbunden. Etwa 90% der Informationen wandern nach oben. Das Gehirn sendet nur 10% zurück. Uns interessiert, was wird hier gesteuert? Besonders die Rolle der Ballaststoffe sei in der Forschung unterrepräsentiert. Dass ballaststoffreiche Kost länger satt halte, habe sich zwar inzwischen herumgesprochen, doch das ist nicht alles. Es werde zudem vermutet, dass auch ein Zusammenhang zwischen Ballaststoffen und allgemeinem Wohlbefinden besteht. Deswegen liegt das Augenmerk von Evelyn Medawar und ihren Kolleginnen auf Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Sie sagt: Ballaststoffe werden ausschließlich durch pflanzliche Produkte aufgenommen. In tierischen Produkten findet man sie hingegen gar nicht. Daher versuchen wir herauszufinden, ob diese Ernährungsweise durch die erhöhte Zufuhr von Ballaststoffen zu einem höheren Wohlbefinden führt oder ob der Grund möglicherweise eher in dem kognitiven Effekt der Entscheidung zum Verzicht liegt, der sich auf die Zufriedenheit von Vegetariern und Veganern auswirkt. Zitat Ende. Sie sagt weiter: Das ist ein komplexer Forschungsbereich. Deswegen ist es wichtig, sich die gleichen Menschen über längere Zeiträume anzusehen. Was wir in jedem Fall sagen können, ist, dass das Mikrobiom bei einer radikalen Ernährungsänderung reagiert und sich innerhalb von 24 Stunden bereits verändert. Was das aber genau für den Einzelnen bedeutet, ist noch eher unklar und sehr unterschiedlich. Im März 2023 veröffentlichten Medawar und ihre KollegInnen die Ergebnisse ihrer Forschung. In 3 groß angelegten Smartphone-basierten Studien haben insgesamt mehr als 16.300 Erwachsene in über 400 Mensen deutschlandweit mitgemacht. Die Teilnehmenden haben mit Hilfe einer App nicht nur die Gerichte bewertet, sondern auch über Emojis ihre Stimmung und ihr Hungergefühl vor und nach dem Essen abgestimmt. Die These, dass die erhöhte Zufuhr von Ballaststoffen sich positiv auf die Zufriedenheit von VegetarierInnen und VeganerInnen auswirkt, konnte dabei nicht bestätigt werden. Evelyn Medawar resümiert: Wir konnten insgesamt aber keine tiefgreifenden Auswirkungen von pflanzlichen gegenüber tierischen Mahlzeiten auf Sättigung und Stimmung feststellen. Und was wir am Ende für unsere Darmbakterien tun können.
Was also bleibt vom Hype um die Darmgesundheit, ist vor allem eines: eine ganze Menge an weiterem Forschungsbedarf. Das ist eine gute Sache, denn viele der bisherigen Erkenntnisse versprechen ein wesentlich besseres Verständnis dafür, wie vielfältig sich unsere Lebens- und Ernährungsweise auf unsere Gesundheit niederschlägt. Alles deutet darauf hin, dass wir mit unseren bakteriellen Untermietern einen wahren Schatz in uns tragen, der im Laufe von hunderttausenden Jahren der Evolution geschaffen wurde und den es möglichst zu hüten gilt. Nicht umsonst werden in der Wissenschaft erste Stimmen laut, die fordern, eine Sammlung der Nützlinge anzulegen, für den Fall, dass einige von ihnen durch unseren modernen Lebenswandel unwiederbringlich verloren gehen. Wir können für die individuelle Vielfalt in uns einiges beitragen, indem wir auf einen maßvollen Antibiotika-Einsatz achten, unsere Bakterien nicht verhungern lassen. Für die nötigen Ballaststoffe braucht es in der Regel keine Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, sondern in erster Linie eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung aus möglichst wenig industriell verarbeiteten Produkten. Ein scheinbar simpler Ansatz mit großem Potenzial, wie eine Metastudie aus 185 Publikationen und 58 randomisierten klinischen Studien zeigt. So sinkt die Wahrscheinlichkeit für Darmkrebs, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ab einer Tageszufuhr von 25 bis 30 Gramm Ballaststoffen nachweislich um 15-30% gegenüber Menschen, die unter 15 Gramm pro Tag zu sich nehmen. Ob dieser Effekt allein mit den Ballaststoffen zusammenhängt, ist bis dato noch nicht sicher geklärt. Wahrscheinlich ist jedoch, dass mit einer ballaststoffreicheren Ernährung ein insgesamt gesünderer Lebensstil einhergeht. Allerdings schaffen die meisten Länder mit eher westlicher Diät deutlich weniger als 20 Gramm pro Tag. Deswegen hier zum Schluss noch der Serviceteil. Eine Faustregel: je länger ein Gemüse gekaut werden muss, umso höher ist meist der Anteil an Ballaststoffen. So verlangen Karotten mit 4 Gramm Ballaststoffe auf 100 Gramm der Kaumuskulatur beispielsweise wesentlich mehr ab als Gurken. Diese haben nur 1 Gramm Ballaststoffe auf 100 Gramm. Obendrauf hier noch eine Top 5 ballaststoffreicher Lebensmittel, die deinen Dickdarmbewohnern eine Freude machen werden. Erstens: 100 Gramm Flohsamenschalen enthalten 80 Gramm Ballaststoffe. Eine kleine Menge dem Müsli beimischen, fertig ist der Ballaststoffboost. Wichtig ist hier jedoch: die maximale Tagesdosis beträgt 40 Gramm pro Tag. Pro Dosis von 10 Gramm sollten 200 Milliliter zusätzliche Flüssigkeit aufgenommen werden. Bei vorliegenden Herzerkrankungen oder Nierenschäden oder der regelmäßigen Einnahme von Medikamenten sollte vorher Rücksprache mit dem Arzt oder der Ärztin des Vertrauens gehalten werden. Zweitens: Vollkornprodukte sind Weißmehlprodukten in Sachen Ballaststoffen stets überlegen. Ein besonders hoher Gehalt ist in Hafer- oder Weizenkleie zu finden, die ebenfalls in Müsli oder in Joghurt gemischt werden können. Zusatzfakt: auch Nicht-Vollkorn liefert Ballaststoffe. Je höher der Ausmalgrad des Mehls, also der Typ, desto höher der Ballaststoffanteil. Drittens: alle Hülsenfrüchte wie etwa Erbsen, Bohnen, Linsen und Sojabohnen können mit Ballaststoffen punkten. Linsen etwa kommen auf 17 Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm. Und sie haben einen hohen Eiweißanteil. Viertens: im Bereich Gemüse sind vor allem weniger gängige Vertreter vorne mit dabei, etwa Artischocken oder Schwarzwurzeln. Beim Obst schneiden getrocknete Früchte wie Pflaumen oder Aprikosen gut ab. Und zu guter Letzt, fünftens: Chiasamen gelten für viele als Superfood. In Sachen Ballaststoffen stimmt das auch. 34,4 pro 100 Gramm. Ungeschälte Leinsamen schneiden aber sogar noch besser ab. Mit 35 pro 100 Gramm. Wenn du jetzt Lust auf noch mehr konstruktiven, unabhängigen und werbefreien Journalismus bekommen hast, schau auf www.perspective-daily.de vorbei und teste uns 2 Wochen gratis.
Mehr Infos findest du auf unserer Website und hier in den Shownotes. Bis bald bei PD.